Nein, der hat eine 13 schon in der Form. Wahnsinn. Holt den Ene Wolzen ein. Müller hat eine 8 bloß. Ripp sieht schwach aus. Den können wir mal herbringen. Okay, weiter. 1-0, 2-0. So, jetzt packen wir Stilic dahin, wo er hin soll in der neuen Saison. Und alternativ bringen wir jetzt Skjelbred nochmal rein. So. Alles klar, 2-0 bloß. Geht besser, aber ist wurscht. Wieder Perisic, bester Mann. Aha. Ja, die einen kämpfen, ne, in der Vorbereitung, die anderen nicht. Also, es ist ganz komisch. Das nächste von das Spiel. Vollgas, ey. Was für ein Programm. Verletzungen. Aston Villa ist daran interessiert. Jugendspieler. Jugicic verlängert seinen Vertrag. Bei Herrenwehen. Wir spielen gleich wieder weiter, das nächste Spiel. Auf geht's, auf geht's. Heute wird kein Zweikampf aus dem Blick gegangen. Schwach, schwach. Okay, Stilic, Tor. So, dann packen wir Stilic gleich wieder auf links. Ich will, dass der da Gas gibt. Skjelbred rein. OM. Benguil heute eine 3,5. Dann wechseln wir ihn aus. Dann kommt Kliche. Dann kommt Perisic mit einer Form von 15 wieder rein. Und dann bringen wir nochmal Obika heute für Schäfer mal ein bisschen. Die Jungs hier und Wolscheid können wir mal rausnehmen für Müller. Och, so mal her ist auch noch da. Ja, gucken wir mal. Weiter geht's. Al-Al-Alfi. Al-Al-Ali-Af. Was für eine Mannschaft. So, 2-0. Relativ bescheiden, ne? Mal her für Pripp noch. Ah, für Pogba ruhig mal ein bisschen ausruhen. Alles klar. So, haben wir das auch. So, haben wir das auch hinter uns. 3-0 in der Vorbereitung ist immer gut. Schauen wir mal, diesmal war Obika bester Mann. Hui. Eine Vorlage, ein Tor. Hey, klasse. Ja, ist ja nur gut für uns, wenn die Jungs auch in der Vorbereitung Gas geben. Und sich ein bisschen, ja, ins Zeug legen. Noch 4 Wochen für Maija, das ist ärgerlich, ganz klar. Da wird noch ein Jugendspieler angeboten. Nee, will ich einfach nicht. Ich behalte mal das Geld für mich jetzt. Moritz Leitner auf Transferliste gesetzt. Fremd Fenzel auf Transferliste gesetzt. Alles klar. Und noch gegen Al Jazeera spielen wir noch. Wer kommt denn hier? Gregory van der Wiel wechselt von Man City zu Real Madrid. Den finde ich auch klasse. Ist ein richtig guter Rechtsverteidiger. Auch Nationalspieler. Klar, wisst ihr auch. So. Zurückgewiesen wurde das Angebot. Das ist nicht schlecht. Dann können wir die Verhandlungen ein bisschen länger laufen lassen. 5 Millionen. Naja, ist ja wurscht. Wir wollen noch ein bisschen länger in der Europa League spielen. Klar, ne? Gegen Porto. Ne, gucken wir mal. Aber er wird wahrscheinlich in der Kreativabteilung bei uns schon was reißen wahrscheinlich. Ich würde ganz gerne heute mal gleich von vornherein Perisic reinnehmen. In die Startelf. Gucken wir mal, ob er es auch so gut macht in der Startelf eben. Das stand auch für die Vorbereitungsspiele gesperrt, das ist eine Frechheit, ehrlich. Naja, dann bringen wir hier mal Mandy hin diesmal und Bojo bleibt draußen. Wen nehmen wir denn noch raus? Gelbert können wir mal rausnehmen. Okay, Ceylan würde ich ganz gerne mal spielen lassen heute. Weil den brauchen wir ja nochmal in der Europa League. So, Trainingsziel erreicht, neues Sponsorenangebot in der Sponsorenpyramide, ganz wichtig, klar, kaufen wir sofort. 123, 121. Westfalia, Summe erhöhen, Laufzeit senken. Okay, unterschreiben. Super. Und gucken wir mal hier, erste Mannschaft. Okay, können wir eigentlich loslegen. Schäfer jetzt auf eine 72, dank der Form. Das sieht richtig gut aus, da geht's richtig steil voran gerade. Auf geht's, komm. Machen wir das auch noch fix fertig. Ich spiele auch nicht Fußball, ich kann auch nicht Punkte sammeln zum... Also Ansprachepunkte. Auf Jungs kommt hier, kann man in der ersten Halbzeit schon mal 3-0 führen gegen Al Jazeera. Wolscheid ist im Tor.
Oh, unentschieden. Ausgleich. Oh, Bitroff ist verletzt. Das ist gefährlich jetzt. Da muss dann Wolscheid hin. Nee, wer konnte denn, hier? Wer kann denn hier besser? Wer kann denn hier am besten? Bitroff, Wolscheid mit einer 64. Uiuiui. Das ist natürlich bitter. Hoffentlich nicht allzu lang. Gucken wir mal, was. Ja, der Rest geht ja eigentlich. Shader nur eine 4. 1-0. Ich habe irgendwie gedacht, da wäre noch ein Ausgleich gekommen. War aber nicht so. Von daher alles easy. Wer kann denn hier zentral noch spielen? Silic, Pergesic, Ene Wolzen. Ene Wolzen könnte da noch. Bringen wir den mal da rein auf zentral. So, Vollgas, auf geht's, komm. Jungs, haut mal noch was rein hier. 1-0, 2-0. Dann können wir jetzt noch Obika bringen. Für Schäfer, kurz vor Schluss. Und natürlich unseren geliebten Bui für Stilic, damit er nicht allzu müde wird. 64 von Wolscheid. Dann bringen wir nochmal Kliche für Bengue, oder? Ja. Alles klar. Wenn sie gute Form bringen, haben sie auch gute Noten. Dann haben sie automatisch auch wieder mehr zu lachen, die Jungs. Müller, diesmal auch, diesmal hat Kliche leider keine Wertung gekriegt, aber Müller war wirklich gut, 2,5. Gucken wir mal die Verletzung, ob die nicht zu heftig ist. Schon wieder Angebot zurückgelehnt, aber geht's noch oder was? Der ist bloß 3,5 wert. Jetzt kann er wechseln. 2,2 Millionen! 2,2 Millionen! Spielmacher und Stammplatzgarantie. Sehr fair. Akzeptabel, 1,2 Millionen akzeptabel bei ihm. Mindestens 3 Jahre, machen wir mal 4 Jahre. Auflaufprämie. Boah, was für ein Mega-Ding wieder, was für ein Transfer, oder? Klappt doch sowieso nicht. Abstieg, ablösefrei. Ein Jahr Option für Spieler. Gehaltskürzung bei Abstieg. Keins. Jährliche Erhöhung 1% machen wir noch mit rein. Auslandsangebot, ja, dann ist es wieder sehr fair, ist klar. Automatische Verlängerung, wird es dann besser oder er wird schlechter? So. Abstiegsprämie raus. Ligaspielbonus lasse ich mal drin. Da geht der Vorstand sowieso nicht mit, kann ich jetzt schon wetten. Oder? Doch. Krasse Scheiße, geil. Yes, yes, yes. So sieht er aus. Mit dem großen Bild ist er krass. Dachte, er sah ein bisschen anders aus. Junuzovic. Slatko Junuzovic. Yes, yes, yes. Das wäre so megamäßig, wenn er kommen würde. Da würde ich mich echt freuen drüber, weil das so schon seit längerer Zeit so ein bisschen Wunschtransfer war. Stilic und Junuzovic, schon die beiden. Auch Stilic nach wie vor, auch wenn er jetzt nicht so der mega, mega eingeschlagen ist. Trotzdem wichtig für die Mannschaft. So. Aber alle sich verbessert, ne? Überall plus 1, teilweise sogar plus 2 hier bei Chan und Mannion. Chan nochmal Dribbling plus 2. Krass, Stärke 72. Aber wenn der erstmal langsam wieder spielen dürfte, ne? Der ist immer noch gesperrt. 300 Jahre. So, Bitroff ist verletzt, Zehenbruch. Akzeptiert, akzeptiert, alles klar. Trainingslager beendet, erste Mannschaft. Trainingsziel erreicht, standesgemäße Vorstellung, passt alles soweit, sehr schön. Obika, und da ist er, Zlatko Junuzovic, Alter, Junge, Junge, Brejari ist bester Kumpel, Alter. Ändern wir natürlich, er kriegt von mir die Nummer, wow, ich würde mir die 10 geben, aber die hat schon jemand, glaube ich, ne? Dann kriegt der Junuzovic kriegt von mir mal so eine Fun-Nummer, kennt ihr die? So, die 44 oder was? Ah, ich kann ihnen auch die 23 geben. Ist ein bisschen undankbar, aber... Oh, Pressekonferenz natürlich. Und jetzt sind wir aber echt pleite, jetzt haben wir ja nichts mehr übrig, Leute. Stefan Müller jetzt stärker. Tribul war auf der Transferliste. Ja gut, können wir uns auch nicht leisten mehr. Jetzt ist rum, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt sind wir aber mal dicke im Geschäft. Junuzovic ist da. Ist offensiver Mittelfeldspieler. Der kann aber auch zentral spielen eigentlich. Muss man nur ein bisschen üben noch, glaube ich. Oder ein paar Mal spielen lassen, oder? Wird er da nicht besser? Naja gut, fange ich wieder an, ne? Andere Position. Das ist auch ein bisschen schwierig teilweise. Aber jetzt ist die Mannschaft schon richtig ordentlich gut aufgestellt hier. Also,
Hau mich weg, hau mich weg. Also da haben wir richtig, richtig starke Jungs eigentlich. Auch so, von, auch so vom, vom Talentniveau her. Bitroff, wie lange bist du denn eigentlich verletzt, Keule? 2 Wochen noch. Ui, das ist bitter. Da hätte man mal Ersatz ran schaffen können, ne? Bester Mann, der das machen könnte, ist Bell. Ach, das ist heftig. Wer ist denn hier der Beste, der noch draußen sitzt, außer Chan? Maija, und dann kommt Skjelbred. Ja, alles klar. So, Junuzovic ist da. 2 Transfers in der Winterpause, liebe Leute. Bengue und Junuzovic sprengen unser Volumen. Wir sind aber noch nicht die 800 geknackt, oder? Das ist doch unglaublich. Mit Tata vielleicht? Ja, 801 mit Tata. Ja, wenn Pritt dann noch, also wenn ein Chan noch drin ist und mit Juno zusammenspielt, ich glaube, dann geht die Post ab. Haha. Ja, seine stärkste Position ist nun mal OM. Gleich mal Trainingsziele festmachen. Was hat er denn? Kreativität 79 plus. Muss man so ein bisschen auch. Immer mal, machen wir es mal auf 85. Wichtige Fähigkeiten. Fernschüsse braucht er eigentlich nicht. Ballkontrolle ist auch schon gut. Lange Pässe können wir noch mitnehmen. Ja, Schnelligkeit ist ja nicht mehr der schnellste. Das sind mir andere Sachen wichtiger. Technik zum Beispiel. Kann der eigentlich Freistöße schießen? Das ist ja die große Frage. 81 Freistöße! Wow! Dann kann er gleich weiter üben. Unser Stärkster hatte bis jetzt 71. dann kann er doch Torbücher mitnehmen, wenn er Freistöße schießen soll. Krasse Sache. Freue ich mich jetzt so richtig drüber über den Transfer. So. Vor allem für das Geld, ne? 1,1 Millionen, 28 Jahre alt. Der wollte 2 Millionen. Oh, wenn der nicht einschlägt wie eine Bombe, dann weiß ich aber auch nicht. Taktik. Spielmacher Junuzovic. Und ein bisschen über die Mitte, oder? Irgendwas halt, ja. So. Alles klar, muss nur noch unser Maija wieder fit werden, haben wieder 2 Stürmer am Start. Ah, ihr leckt mich fett, das geht ja richtig ab hier. Da geht ja was los. Wie er sich freut, oder? Der Knallkörper, alles klar. So, ich freue mich echt drüber. Richtig schön, neue Spieler im Team, das ist immer gut, immer geil. Bengue am Start und Junuzovic am Start, der kann doch sogar Deutsch. Jawohl, er kann Deutsch und Bosnisch. Der Österreicher, er ist ein guter Kumpel vom Knasi. Ah, haben wir noch einen? So wird der Kloppo sagen. Badener begeistert. Slatko Junuzovic hat heute einen 4-Jahres-Vertrag beim Karlsruher SC unterschrieben. Damit wurden sich beide Seiten innerhalb von 2 Wochen einig. Die Karlsruher lassen sich den Transfer etwas kosten, denn die Ablöse von 5,5 Millionen Euro liegt deutlich über dem geschätzten Marktwert von Junuzovic. Der Wechsel des Mittelfeldspielers ist eine große Schwächung für den FK Austria Wien. Ich hätte lieber gehört, es ist eine Mega-Stärkung für den Karlsruher SC. Ja, was zückt mich das? Millionen werden hier reingeschäffelt, was wir ausgegeben haben. Ne, wenn man überlegt, ne, das Jahr über. Wir haben schon ordentlich Spieler rangeholt, also das ist nicht gerade mal wenig. Ne, sind schon ein paar Kaliber zu uns gekommen. Hoffen wir mal, dass die auch einschlagen werden, ordentlich. Bin ich mal gespannt, wie das noch so läuft. So, können wir hier noch ein bisschen was ausbauen? Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Noch ein Flaggenmast kann ich noch hinstellen, Leute. Jo, steck noch einen Flaggenmast hin. Kostet 100.000. Dann habe ich noch 1 Million. 900.000 habe ich noch. Alles klar, muss ich mal merken. Ja, Arschlecken, Alter. Er kriegt auf den Sack. Oh, Leverkusen. Christoph Knasmüller fällt aufgrund einer Verletzung. Popopo. Ist ja interessant. Ja, aber man sieht, ne, wie Knasi auch eingeschlagen ist. Ne? Gucken wir mal, Knasmüller. Da ist er, 23. Ja, 12,5 Millionen immer noch wert, ne? 15 ist er gegangen. Hier ist auf eine 81 mittlerweile. Auf eine 81. Ja, leck mich fett. Leck mich fett, der Typ ist der abgefahren, ey. Boah, ist das abgefahren, oder? 15 Millionen, das war da der Mega-Transfer von uns. 2,6 Millionen Gehalt hat er dort. 23 Jahre alt, absoluter Superstar. Ach ja, liebe Leute. Es wird nur noch Chan in unserer Startelf. Bitroff muss zurückkommen und Chan. Und dann geht die Post ab. Und Maija.
die drei Verletzungen und der Rotgesperrte, die beiden Verletzungen und der Rotgesperrte, wenn die wiederkommen, dann geht die Hölle los. So, Müller fällt für einen Tag aus, wieder fit da oben. Erreicht ein Trainingsziel, sehr schön, Passspiel erreicht. Also er gibt auch voll Gas im Training, ne? Trotzdem, obwohl er nicht spielt. Den möchte ich ja ganz gerne so weit bringen wie einen Gnasi. Ja. Er hat auch Potenzial dafür, ne? Bin ich der Meinung. Also das hat er auf jeden Fall. Könnte noch ein bisschen Antritt hier bei den Geschwindigkeitssachen machen, ne? Da könnte er ein bisschen Gas geben. Wo trainiert er denn gerade? Kreativ. Antritt hat er doch hier, alles klar. Ja, Kreativität können wir da mal wegnehmen. Da haben wir ja schon einen anderen. Antritt. Da haben wir Juno Zovic, haben wir. Der ist kreativ genug für zwei. So. Gut trainiert. Du hast gut trainiert. Freut sich, kriegt drei Moralpunkte, dass er wieder schnell zur Mannschaft zurückkommt. Unser Emre. Und wie geht's dem Rest so? Ich hoffe mal gut. Juno Zovic ist da. 75 Stärke, das ist doch mal ein Kracher, oder Leute? Der drittbeste Spieler, den wir hier haben. So. Neben Bolscheid, Tata und Pogba. Und wenn der jetzt hier noch ein bisschen in Form kommt, der Juno, denke ich mal, können wir den noch richtig nach oben pushen. Da geht noch was. 28 erst. Mit ein bisschen Glück geht da noch was. Gerade im Bereich Form und Moral und dann noch Erfahrung. Also, komm. Das schaffen wir. Hat er gerade Geburtstag gehabt? War der nicht erst 27? 30.06. Nee. Okay. Das ist ein Bell eigentlich. Der ist erst 24, alles klar. So, gegen Pauli jetzt. Die werden uns grün angezeigt. Wir spielen zu Hause. Ich würde sagen, Juno Zovic, Premiere zu Hause. Lassen wir mal zu Hause gegen Pauli. Und lassen ihn mal, gucken wir uns das im 3D-Modus an. Alles klar, Leute. Bis gleich.